Überraschung für Jeff Christie. Vor 4 Jahren zog er sich von der Bühne zurück. Und jetzt hatte sein Welthit einen großen Auftritt in der Londoner Royal Albert Hall. Er begleitete Starregisseur Alfonso Cuarón auf die Bühne zur Verleihung des britischen Oscars BAFTA für seinen Film Roma. Am Morgen nach dem britischen Filmpreis stand mein Telefon nicht mehr still. Ich erhielt pausenlos Nachrichten von Leuten, die schrieben, ich habe Yellow River bei den BAFTAs gehört. Und sie schickten mir die YouTube-Links. Als ich es sah, es war wirklich toll. Eine großartige Ehre. Jeffs Geschichte beginnt in Leeds. Dort wird er 1946 geboren. Schon der 11-Jährige weiß, dass er nur eins im Leben will: Musik machen. Bereits mit seiner ersten Band hat er einen kleinen Hit. Wir nannten uns Outer Limits. Das war 1963. Nach 2-3 Jahren bekamen wir unseren ersten Vertrag und die Single hieß Just One More Chance und wurde verrückterweise Hit der Woche in Berlin. Der Song schafft es auch in die britischen Top 100 und bringt die Band zu einer geschichtsträchtigen Tour in England. 1967 spielen sie mit so legendären Musikern wie Jimi Hendrix und Pink Floyd. Ein Jahr später lösen sich Outer Limits auf. Jeff versucht es nun als Songwriter. Ich schrieb viele Songs in den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Schließlich konnte ich meine Demos den Tremolos vorspielen. Ich war bestimmt eine Dreiviertelstunde bei ihnen und hatte 20, 30 Songs vorgespielt. Keine Reaktion und ich dachte lieber, jetzt gehen, ehe sie dich rausschmeißen. Nur noch einen Song. Das war Yellow River. Sie sagten, spiel das nochmal. Und beim zweiten Mal sangen sie schon mit. Ich dachte, ja, jetzt habe ich sie am Haken. Sie mögen es. Die Tremolos experimentieren mit dem Song, nehmen ihn aber nicht auf ihr Album. Doch die Plattenfirma hält am gelben Fluss fest. Man rief mich an, wir haben dein Demo gehört, du singst gut. Wir würden den Titel gerne mit dir aufnehmen, denn das ist ein Hit. Die Platte kam am 3. April in die Läden. Ich bekam dann die Nachricht, wir haben heute 80 Singles verkauft und ich dachte, nicht schlecht. Die Woche darauf waren es schon 200 Platten pro Tag. Und ich erinnere mich auch an die erste Radioübertragung. Das war 8 Uhr morgens. Ich hatte ein kleines Transistorradio, saß da mit einer Tasse Tee und einer Zigarette. Ich war so nervös. Doch dann kam der Titel und es klang einfach großartig. Und der DJ sagte, das wird ein Smash-Hit. Der DJ behält recht und der Song wird Nummer 1 in 26 Ländern rund um den Erdball. Der Titel Yellow River ist ausgedacht, ein fiktiver Ort. Erst viel später habe ich herausgefunden, dass es ein Durchgangslager der Armee für Vietnam gab, das Yellow River hieß. Noch heute schreiben mir Vietnam-Veteranen, dass sie den Song lieben und dass er ihnen viel bedeutet hat. Dazu muss man wissen, dass es darin um einen Soldaten geht, der nach Hause kommt. Das hat mich wirklich sehr berührt. Der gelbe Fluss bringt Jeff in alle Teile der Welt und ist inzwischen ein zeitloser Klassiker. Es war eine großartige Zeit. Manchmal denke ich, war das wirklich ich? Habe ich das wirklich alles erlebt? It's kind of a bit unreal.